Eine wichtige Erkenntnis des Forschungsprojektes ist, dass ähm, Entwicklungen stattfinden und dass das Internet heute immer selbstverständlicher genutzt wird, dass diese Entwicklungen aber nicht so dramatisch sind, wie sie häufig in den Medien diskutiert werden, weil es wird ja häufig davon geredet, dass eine große Umwälzung stattfindet, dass demnächst alles nur noch über das Internet erledigt wird und das können wir so für unsere untersuchte Gruppe nicht feststellen. Wir stellen allerdings fest, dass Menschen, die das Internet 2008 nur sehr zurückhaltend genutzt haben, ähm, 2013 viel selbstverständlicher damit umgehen und sich Tätigkeiten angeeignet haben, die sie vorher nicht äh, konnten und ähm, auch ein Stück weit Angst gegenüber dem Internet ähm, verloren haben. Ähm, gleichzeitig merken wir, dass die Nutzer, die das Internet vorher sehr selbstverständlich genutzt haben, das zwar immer noch tun, aber jetzt auch nicht ähm, plötzlich alles ins Internet verlagert haben oder äh, klassische Medien nur noch über das Internet nutzen, sondern einen guten Mix aus ähm, unterschiedlichen Medien sowie aus Alltagshandeln und Internethandeln gefunden haben.